Problemfall WM 2022 in Katar. Eine never-ending Story. Das neueste Kapitel. Einflussreiche Fußballvertreter haben ihre Unterstützung zugesagt, dass das Turnier im Januar und Februar oder im November und Dezember stattfinden solle. Die Gespräche fanden im FIFA-Hauptquartier in Zürich statt. Der Fußballweltverband möchte den Austragungstermin wegen der exzessiven Hitze im Sommer verschieben. Doch der Termin am Jahresanfang würde mit den Olympischen Winterspielen 2022 kollidieren. Zu einer Überschneidung sollte es laut einem Agreement zwischen der FIFA und dem IOC jedoch nicht kommen. Thomas Bach und FIFA-Präsident Sepp Blatter zufolge besteht der feste Wille, dass es keine Überschneidung geben wird. Wir sind auf den Wintersport eingegrenzt, der zu richtigen winterlichen Verhältnissen stattfinden soll, und das ist im Februar 2022 der Fall. Wann die WM nun in Katar stattfindet und ob sie überhaupt dort stattfindet, es bleibt vorerst eine Neverending Story.